Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute zu Corona in Österreich. Ich habe wieder ein Update für euch zur Corona-Situation in Österreich. Beginnen wir mit den Zahlen. Gestern habe ich auf die Bundesministeriumsseite geschaut und habe mir ausgerechnet, wie viele Corona-Infizierte es sind. Da waren es 82.500, 82.522 oder so. Um die 82.000, ein bisschen mehr, aber 82.000, heute habe ich es mir ausgerechnet, sind es nochmal 74.803. Also ist die Zahl um einiges gefallen. Und 74.803 ist noch immer viel, aber die Zahl fehlt. Und das heißt in genauen Zahlen in Österreich. Insgesamt bis jetzt registrierte Fälle 250.330 Fälle. Davon genesen sind wieder 1.175.500 27 Fälle. Davon genesen. Für mich in Niederösterreich heißt das bis jetzt Todesfälle 403. Das ist eine hohe Zahl und die letzten Tage explodiert extrem, weil früher war es so, also in den Sommermonaten und in den wärmeren Tagen war es so, dass die Todeszahlen immer so alle 10 Tage um ein, zwei Leute gestiegen sind. Aber es ist Winter und es ist kalt. Und da ist es bewiesen, dass im Winter generell, egal ob Corona oder nicht, mehr Menschen sterben. Es ist statistisch bewiesen. Da könnt ihr googeln. Ich habe zwar keine näheren Quellen, aber ich habe das heute im Fernsehen gehört. Das statistisch gesehen. Im Winter mehr Menschen sterben als in den Sommermonaten. Oder im Frühling oder im Herbst. Und jetzt haben wir fast Winter, also noch nicht ganz, aber das erklärt auch die Sterblichkeitsrate bei Corona. Weil da Lungenentzündungen und so weiter dazukommen, die Corona begünstigen und natürlich zum Tode führen. Nicht immer, aber zum Großteil bei älteren Menschen. Aber man darf auch nicht sagen, man ist als junger Mensch, wenn man gesund ist, gefeit vom an Corona sterben, weil ich habe heute eine Dokumentation auf Kaffee Puls gesehen. Da war ein 27-jähriger Mann, der keinerlei Vorerkrankungen hatte. Und da wurden auch keine Vorerkrankungen festgestellt. Und der hat dann 3 Wochen nach der Corona-Infektion noch immer Schwierigkeiten beim Atmen und bei der Konzentration und war auch Intensivstationspatient mehrere Tage. Und der hatte keine Vorerkrankungen. Also fühlt euch nicht so sicher, die gesund sind. Weiter. Hospitalisiert sind momentan in Niederösterreich 694 Personen. Davon intensiv betreut sind in Niederösterreich 105 Personen. Insgesamt getestet wurden in Niederösterreich
bis jetzt 494.100 Personen und in ganz Österreich 2.801.800.001 857 Personen. Das ist, jetzt wollen sie ja mit den Massentestungen beginnen im Dezember, um die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Teilweise Probelauf war Tirol, also Südtirol, Italien. Und das sind auch der Großteil der Leute, die zum Test eingeladen wurden, zum Testen erschienen. Und 0,91% waren da positiv. Was, also ein ganz geringer Bruchteil, der asymptomatisch positiv war. Sind noch immer viele Menschen, aber nicht, ich weiß nicht, inwiefern man diese Testungen, diese Massentestungen in einem größeren Bundeslandbereich oder Bundesland in Niederösterreich oder Oberösterreich oder so weiter nachstellen oder nachvollziehen kann. Die Dunkelziffer an Erkrankungen, die asymptomatisch verlaufen, ist ja noch immer sehr hoch. Außerdem werden die Tests zu früh gemacht, wenn man erst am 5. oder 6. Tag testen würde. Würde man viel mehr Positive finden als am 1. und bis zum 5. Tag, weil da der Abstrich noch wenig Bakterien aufweist und viele positiv Kranke als negativ bestätigt werden, obwohl es nicht so ist. Weil erst am 5., 6., 7. und 8. Tag sich die Keimzahl so entwickelt, dass man als positiv gelten kann. Also Absonderung wäre bei einem Corona-Verdacht die erste Wahl, testen nach 5 Tagen und dann erneut testen nach nochmal 10 Tagen oder so. Oder 15 Tagen, 14 Tagen. Ein zweiter Test, ob man wieder negativ ist, wenn man positiv war. Oder von mir ist dann noch ein zweiter, noch ein dritter Test, ob man wirklich negativ ist. Ja, das zu den Corona-Zahlen in Österreich. Also der Lockdown bringt etwas, nur langsam und stetig fällt die Zahl, aber es sind auch so viele Falschmeldungen dabei. Weil wenn ein Mensch stirbt im Spital, bekommen die Menschen Förderung für das Begräbnis, wenn sie angeben, dass der Mensch an Corona gestorben ist. Somit fällt er in diese Statistik, auch wenn er gar nicht an Corona gestorben ist. Und alle Menschen, die sich zur Testung anmelden und nicht beim Test erscheinen, erhalten automatisch eine Absonderungsbescheinigung. Weil ja bei den nicht getesteten Angemeldeten vermutet werden muss, dass sie Corona haben. Und auch die fallen hier in die Statistik.
Deswegen kann die Zahl noch viel geringer sein. Und außerdem hat letzte Woche, bevor der Lockdown begann, am Samstag und Montag in Niederösterreich zumindest und in Wien, hat so Einkaufsandrang gegeben in der größten Einkaufszentrum in Wien und Niederösterreich, in der SCS. Das war wie ein Weihnachtssamstag oder doppelt so viel. Und diese Leute werden es in 1,5 bis 2 Wochen zur Statistik dazu gezählt, die sich da infiziert haben. In 2 Wochen soll aber der Lockdown wieder aufgehoben werden. Also, wie dann die Statistik aussieht, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber ja. Das waren alle Informationen von mir, aufbereitet für euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.